Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind auf der Spur nach unserem geliebten Baby Sean. Dogmeat ist voll dabei. Und Edda. Danke. Und wir werden auch gleich weiter Dogmeat folgen, denn er hat eine Spur von Seans Entführer. Und ich schwöre, wir holen uns unser Baby zurück. Komme, was da wolle. Hm? Und die? Na, was ist denn? Willst du nicht weiter? Herlock ist noch immer da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Ja, und jetzt? Wäre da was gewesen, oder was? Da unterhalb, oder? Ist schon unten... Edda, hallo. Ist schon unten drunten, oder? Wahrscheinlich sind irgendwelche Käfer, oder was? Ja, ja. Schau, die Splittermine ist sogar da. Jo, jo. Das schaut schon sehr verdächtig aus. Ich kann jetzt nicht versprechen, ob ich schnell genug dort sein werde, um die zu entschärfen. Eine Attrappe. Sehr schlau. Puh. Naja. Ist leider nicht ausgegangen. Na, such. Mach. Hinweis. Untersuch Hinweis. Hallo, Gnädigste. Der Kerl da? Das war ein Schwachsinn dann, oder wie? Ja, und jetzt? Hundi? Wo ist ein Hundi? Der Kerl ist halt echt schlau, ne? Der kleine Mistkäfer. Dogmeat? Hundi? Bleibst du jetzt da oben stehen, oder was? Bis zum nächsten... Jetzt ist er komplett weg. Wahrscheinlich weitergelaufen. Ich sollte unten mehr auf die Karte schauen. Also auf unsere... Auf unseren Wegweiser schauen. Und die scheint schon irgendwie fort. Da irgendwie in die Richtung. Was haben wir da noch Schönes? Keine Falle. Was haben wir da? Nix. Dann gehen wir weiter. Hundi, wo bist du? Dogmeat. Okay, da ist Hundi. Wir sind verletzt, sehe ich gerade. Ich sollte mal was futtern. Na, Hundi, wo geht's lang? Geht das schon geschmeidig? Hochverdächtig, alles zusammen da. Aber zum Glück hat Dogmeat eine gute Spürnase. Oh, ich freue mich, wenn wir unser Baby wiedersehen. Das wird ein Fest. Wow! Alter! Ih, du Ekelviech. Wah, Hundi. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Ja. Wir werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Nein. So, Hundi, geht schon weiter. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Jetzt ist die Frage, ob er gerade... Wow, da drüben ist noch so ein Kerl. Ist jetzt Ruhe? Na, ist nichts Ruhe. Das war super von mir. Wo ist denn der Kerl? Jawohl. Supi. Ach, herrje. Gut, das haben wir geschafft. Prima. Supi. Dogmeat. Jawohl. Hundi. Ach, hey, ich werde mal speichern. Ja, für den Fall der Fälle. Perfekt.
Lalala, lalila. Na, schaut nur so aus. Ich dachte schon, da könnte man was mitnehmen. Ah, schon wieder radioaktiv verseucht alles zusammen. Supi. Hundi, geh nicht so schnell. Da sind sicher ein paar gute Sachen versteckt. Bombe? Nix Bombe. Lalalala, das nehmen wir alles mit. Was? Alter! Super war das. Jawohl, die erste ist hin. Da ist noch einer hin. Alter Schwede. Ekelhaft. Ja, gleich, Hundi. Ich wollte nur da drinnen Sachen mitnehmen. So, schön verdorbenes Zeugs. Da oben ist eine Flasche. Da ein Haufen Klumpert. Eine Wirbelsäule. Schön. Die können wir immer brauchen als Reserve. Ja, wenn unsere mal kaputt ist. Scheiße. Einmal schaust du nicht auf den Boden, ist schon wieder gefällt. Mist. Ha, da hinten. So ein Dreck. Ja, Hundi, ist schon gut. Gleich sind wir fertig hier. Da ist auch jemand umgekommen. Schön. Ein Teddybär. Eine Tischlampe. Ja, schön. Da ein bisschen klumpert noch. Da ein paar Gläser, also so auf Laborflaschen. Mit einem Ständer dazu. Oh, das hört sich wieder falsch an. Ja. Passt. Schön. Die Power ist so schön hergerichtet. Sehr toll. Gut. Hundi, wo bist du? Da drüben. Waren wir da nicht schon mal? Mal kurz auf die Karte schauen. Wo sind wir denn da? Ja. Sumpfwald. Da waren wir echt schon mal. Was mache ich denn da? Falscher Knopf. Entschuldigung. Entschuldigung. Falscher Knopf. Dam-di-da. So. Piep, 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 piep. So, nachfüllen. Katsching-ling-ling-ling. La-la-la-la-la. Was haben wir da? Ein Roboter. Verkäufer. Anwendung extrem. Alle. Alarm. Kritische. Hallo? Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja. Weil du da extra herumliegst. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Hundi, weißt du weiter? Weißt du weiter? Was machen wir jetzt mit dir? Ah, was ist passiert? Die Folgen. Aufspüren, Kellogg. Was ist passiert? Was ist hier passiert? Wähler, Medina verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er hat uns getötet. Okay. Noch was? Abgeschlossen. Und der Hund, die rennt schon wieder fort. Und sonst ist mit dir nichts. Na. Dann laufen wir Dog mit weiter nach, ne? Da-da-dam-di-da-di-da-di-dam. Ja, Hund, die hat eine Spur. Ist gut. Hui!
Irgendwie. Aha, da sind schon Hundstöhlen. Wie? Da geht nichts. Na, Köter. Jawohl. Der ist auch hin. Du bist auch hin. Na. Na, voll daneben. Die Scheiße. Jawohl. Jawohl. Na, voll daneben. Jawohl. Na, nicht stock mit. Jawohl. Supi. Sind alle hin? Schaut gut aus. Dann gehen wir aufsammeln. Köstliches Köterfleisch. Da hat es gleich einen komplett pulverisiert. Bist du auch einer? Nö, Motorrad. La, li, la. Da haben wir so ein Viech. Da ist nichts Viech. Da ist so ein Kerl. Moment, kurz an der Schulter kratzen. So. Da, 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 da. Da geht's rüber, okay. Ist da nicht auch so ein Viech gestorben? Nope. Nachgeladen ist, alles gut. Dann gehen wir weiter. Hundi hat eine Spur. Ich glaube, das tun wir auch wieder speichern. Das lief schon so gut. Aha. La la lila. Hundi, Hundilein. Boah, wieder über Stock und über Stein. Ja, ich bin ja keine Bergziege. Freund oder Feind? Dog mit? Hundi? Gut, wohin jetzt? Alter, wo sind denn die hin? Das ist ja übel. Die müssen echt weit marschiert sein. Ganz, ganz übel. Okay, da ist auch nichts. Da ist nur Dog mit. Dem Hund, die tun wir nichts. Aha, da vorne vielleicht was. Ist das Blut? Ja, ich seh's. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Ja, schaut so aus. Aha. Da drüben sind schon wieder Käfer. Viele Käfer. Da tun wir gleich mal speichern. Okay, dann erwische ich es doch nicht. Ja, ja. Such du nur, Hundi. Da ist Käfer. Tschüssi. Aha, das geht nicht. Das war der letzte von ihm. Großartig. Blöde Käfer. Bluten? Wo ist denn der Käfer hin? Oder besser gesagt, wie ist denn der zerfallen? Wurscht, gibt eh nur Blähfliegenfleisch. Ja, ich komm schon. Ich komm schon. Gibt's hier irgendwas umsonst? Ja, Brustkorb und Flasche. Was? Wie? Komm nur, Edda, bei Fuß. Da, 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 da. Hundi, wo rennst du hin? Aha. Okay. Ja, und jetzt? Sind wir hier richtig? Ist der da drin, mein Junge? Vor Tagen? Ja, aber da waren wir ja schon mal. Ich glaube, ich bin da, ha?
Kommen wir hier rein? Nein. Ja, wie kommen wir denn da rein? Edda, kannst du was aufspringen? Es scheint alles nach Plan zu verlaufen, Mann. Nö. Hast du eine Idee? Junge. Alles in Ordnung? Alles okay, Junge? Los geht's. Wir müssen gehen. Na, du bleibst schon da, Hundi. Dann kann man vielleicht nicht hier rein, sondern woanders. Hauen die jetzt alle ab? Ey, was hast denn du da? Was tut das so komisch? Ich glaube, das war's. Was hat mir jetzt der gerade Doc mitgebracht? Und Edda, wo ist denn die jetzt hin? Mysteriös. Müssen wir da runter? Zeigst du mir wieder was, oder? Kronkorkenmine. Irgendwas scheppert da schon wieder. Sind wir dann hier richtig? Ich weiß nicht. Der Hund stürmt gleich wieder vor, ne? Moment. Eine Siedlerin. Okay. Nicht schön. Nicht schön. Mal ein Bett zum Schlafen wäre auch nicht schlecht. Schön vorsichtig. Schaut schon wieder hochverdächtig aus. Exit. Fort Hagen. Aha, okay. Dann müsste das hier schon stimmen. Muha. Schon wieder Fort Hagen. Da waren wir erst drin. Vor nicht allzu langer Zeit. Durchsuche Fort Hagen. Ach, servus, Kaiser. Können Sie das nicht schon abhaken? Nö. Hallo. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ich rate von feindseligen Aktionen ab. Bewegung entdeckt. Seltsam. Alter, wer quatscht denn da? Planen Sie einen Hinterhalt. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Mhm. Meine Sensoren weisen auf eine versteckte organische Lebensform. Laser. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Jo, das schaut aus. Ah, sehr schön. Nix da? Nix da? Nein? Ja? Supi. Ja. Schön, Sicherungs... Ups, Superkleber und so weiter. Ja, her mit dem ganzen Klumpert. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Ja. Warum das ist aber Sie schlecht. Puh. Das ist aber gar nicht Fisch. Wenn die schon da sind, ne? Doc mit, sagst du auch. Boah, alter Schwede. Leise. Wenn man das Ganze. Alter! Du Schraubkäbel! Unfassbar! Puh!
Beep. Kannst du mir nicht helfen? Doki? Ich mach mal da. Bla 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 bla. Aha, ja, ja. Passwort. Supi. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nein. Nein. Ah, das wollte ich nicht. Ja. Ja, schau. Glück musst haben. Protektronsteuerung. Ja, dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron, mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Ja, super. Status Einheiten laden inaktiv verbunden eine Einheit mit diesem Terminal. Okay, Einheit aktivieren. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Auflagezone an, Platz zu machen. Okay. Vielleicht können wir noch die Persönlichkeit einstellen, dass er nicht feindlich gesinnt ist auf uns halt irgendwie. Das wäre super. Standard U-Bahn-Begleitung, Feuerwehr, Erste Hilfe, Standard würde ich mal meinen. Lass uns mal so. Na gut. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ich schütze und spiele. Supi. Ja, ich hoffe, du kannst auch kämpfen. Ich schütze und diene. Ja, kannst du mich auch schützen und mir dienen? Oh! Alter! Boom! Jawohl! Ich habe keine Ahnung, wo wir da lang müssen. Der rennt da irgendwo hin. Anweisung von Kellogg erhalten. Eindringling vernichten. Ja, großartig. Zugekettet. Was? Wuff? Was haben wir da? Metallbecher. Becher, ja, Eimer. Ein Koffer. Zu. Da. So. Nein. So vielleicht. Ja, sicher bricht er ab. Jetzt komm. Wieso wehrst du dich denn so? Alter. Geschafft. Kampfrüstung, linkes Bein, Lederrüstung und noch so ein Zeugs. Ah, Bier, wunderbar. Radio aktivieren, genau, damit die Feinde genau wissen, wo wir sind. Wie schaut's aus? Gesundheit. Aha, da war jetzt schon einer. Jo. Auf wen schießt er denn? Das ist vielleicht der Google-Hupf. Vielleicht können wir uns so treffen. Ja. Nö. Au. Wenn man die uns schon, aber. Hundi! Alter, du Sau! Hoppla. Hundi! Mei. Da nehmen wir was. Arsch! Was? Hör jetzt auf, meinen Hund zu treffen? Du blödes Scheißding! Doch, aus ist mit dir. Au!
Ja, wo kommst du her? Alter Schweinskerl da, echt unfassbar. Was? Noch eins? Großartig. Au! Au, weg da. Sehr ungeheuerlich sowas, ne? Was? Du bist es? Alter. Oder? Leg sie weg da. Puh. Hundi. Alter. Wie kacke ist denn das jetzt gerade? Geht ja, Mistviech. Au! Au! Alter. Wo ist Doc mit bitte? Ah, Alter. Was? Wo schießt denn da schon wieder wer? Da oben, Alter. Schieß dir die Eier weg. Alter. Ha. Weg mit dir. Arschkerl. So, Ruhe ist jetzt. Puh. Hundi, wo bist du? Die Terminierung ist unvermeidbar. Bitte was? Alter, wo ist Hundi? Weg. Mann, wie der winselt. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Da oben? Wie kommt er denn da rauf? Oh. Wie kommt er nicht rauf? Also müsst ihr hinten auch mal looten. Da drüben ist nämlich auch so ein Stinkkerl. Wie geht denn das jetzt schon wieder? Au! Diese blöden Kerle. Moment, ich habe nichts mehr zum Essen. So geht es nicht. Alter! Du musst so konzentriert sein wieder mal, dass du nicht zum Quatschen kommst. Eichhörnchen am Stiel. Was tut man essen? Gebackene Blähfliege. Ja, ha? Würde ich sagen, das passt. Da. Köstlich. Da. So, ist jetzt dann bald mal Ruhe? Jawohl. Ist sehr lästig sowas, echt. Oh, hoppla, falsche Waffe. Naja, warum eigentlich nicht? Die hat recht viel Munition. Gefahr immer noch. Ich habe keine Ahnung, wo Hundi ist.
Ich glaube, das ist jetzt eh schon vorbei. Hoffe ich. Zahnpasta. Ja, wenn es so weitergeht, könnte ich bald eine Windel brauchen. Haarklammerbox. Supi, 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 supi. Und ein Safe. Verbessert auch noch. Schau mal, ob es geht. Ah, nein, gerade nicht. So vielleicht? Nein. So? Ja. Supi, Patronen, viele Patronen, eine Buffen und Vorkriegsgeld. Super, 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 super. Ach, wie schön. Ah, Dogmeat. Hallo. Alles okay? Da scheppert schon wieder irgendwas. So, das nehmen wir mit. Ein Schachbrett nehmen wir mit. Was ist das? Achso, nur eine Uhr. Okay. Ich würde sagen, dass wir wieder mal speichern. Ach ja, je. So. Jetzt ist schon bald die Frage, von wo sind wir her und wo müssen wir hin? Putzmittelchen. Das arme Hundi. Jo. Gott sei Dank ist der unsterblich. Ich würd verrecken innerlich. Echt, wenn's dem schlecht geht und wenn der auf meine Kosten verrecken würde. Also sterben würde. Das würde ich nicht backen. Gott sei Dank sind die Helferleins wirklich unsterblich. Ich mach da mal sicherheitshalber zu. Drüben ist auch irgendwas gestorben. Super, ein Kasten. Also eine Truhe. Perfekt. Splittergranaten. Ich komm nicht weg von dem Scheiß. Echt Hundi, das ist nicht schön. War ja so klar, es muss ja einen Grund geben, warum der verreckt ist da, ne? Also der Kerl da gestorben ist. Das sage ich dir jetzt immer. Ja, stimmt. Was ist das? So, das gehört zum Dings dazu. So. Ja, hör auf zum Winseln, das ist schrecklich. So. Nehmen wir das alles mit. Ach, du liebe Zeit. Da ist noch ein paar Becherlis. Da ist auch noch was drin. Schön. Passt. Ja. So, dann machen wir da hier auf wieder. Das nehmen wir auch gern mit. Sehr schön, denn auch. Oh, ich bin überladen. Dogmeat, komm mal her. Hundi. Psst. Komm mal her, Hundi. Da kriegst du was. Und zwar ist eigentlich wurscht, können wir gleich die Waffen geben. Dann klickt man nicht so lange durch die Gegend rum. Ja, die ist, glaube ich, eh unsere. Die kommt auch weg. So war das. Genau, so war das. Das kommt auch weg. Das auch. Ah, das muss bleiben. Das ist nur kaputt. So. Diverses und Schrott. Da können wir ihm alles geben, noch was wir haben. Dann, beziehungsweise alles, was er noch tragen kann.
Boah, Doc mit kann viel schleppen. Perfekt. Braves Hundi. Jo. Ah, da sind wir. Großartig. Und von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Dann geht's nur mehr ganz rauf. Und hier vielleicht noch was zum Anschauen. Das ist halt schon ein bisschen groß, das Ganze hier, ne? Prost. Auf euer Wohl. Da beim Klo waren wir auch noch nicht. Bah, Hundi, echt. Da drüben waren wir auch noch nicht. Boah. Puh. Die hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Halleluja. Was ist denn das? Für ein komisches Gerät. Geh, Hundi. Nicht da herumjaulen da, das ist fürchterlich. Ich habe leider kein Leckerli. Also noch nicht. Ja, Doc mit rennt schon mal alles ab. Das ist super. Ah, da waren wir schon. Okay. Gut, da waren wir schon. Jo. Den nehmen wir auch noch mit. Passt, da können wir uns da schon schleichen. Boah, mit der Splittergranate hatte ich gerade echt riesen Glück. Ist echt, ist ja nicht zu glauben, sowas. Schau, noch ein Moment. Du Sau! Puh! Wischtel. Was? Hört's auf mit dem Spaß da. Mit dem Schmies. Wir wollen nur unsere Ruhe haben. Was? Machst du das? Abgenutztes Klemmbrett. Eine Kamera. Noch ein Klemmbrett. Was haben wir da noch schön? Schön ist ein paar Kaffeetassen. Eine schöne Zimmerpflanze wäre das da drüben gewesen übrigens. Also die da. Wenn man die mitnehmen könnte. Also ich hoffe wirklich stark, dass hier schon nicht unbedingt da ist, weil das ist übel. Unser Sohnemann hier ist. Das ist nicht fein. So, hier noch irgendwas? Nö. Nö, Hundi, alles gut. Jetzt hatte ich Angst vor der Tür, Scharnier. Alter Schwede. Ich dachte, jetzt macht's gleich wieder Boom. Bei der Boom. Auch alles mitgenommen. Hallo? Moment, ist da hinten ein SIF eingegangen? Schaut so aus. Dog Meat, pst, nicht so laut. Der kläscht da mit den Trümmer herum. Na, bist ja braves Hundi. Warum bist du gestorben? Anführer sogar. Den haben wir aber nicht schon umgebracht, oder? Also das war dann schon wer anders. Hundi.
Servus. Na, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht und guten Morgen. Was haben wir da? Schön. Schraubenzieher und so ein Zeugs. Ja, war klar. Scheiß Granatendreckige. Wo ist denn das jetzt hingeflogen? Ich glaube, da ist ein Geld. Vorsicht. Burp. Die ganze Zeit burp. Das Geburpe ist echt nervig. So, aber wir haben zum Glück nicht alles komplett zerstört. Also ich halt, ne? Terminal? Was? Warum? Wieso? Oh, der Part ist zu Ende. Ich muss aufhören. Das machen wir noch schnell, fix. Naja, hoffen wir halt, dass es schnell und fix geht. Was könnte denn stimmen? Das da? Nein. Na, nicht das Plus. Schau, da haben wir Glück gehabt. Sicherheitstürsteuerung. Bla bla, Tür öffnen. Super. Und? Das noch, oder? Tra, 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 bla 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 bla. Nur mit Glanz sind, scharfe Munition. Deaktivieren. Abschaltung müsste dann passen. Passt. Tschüssikowski. So. Und dann würde ich meinen. Aha, da haben wir die verkettete. Da machen wir gleich die Ketten weg. Servus. Und hier drinnen. Das holen wir auch schnell. Genau. Aha, das wird zum Entriegeln. Nein. Nein. Alter, nicht schon wieder eine Haarklammer kaputt. So, jetzt aber. Das wär's. Patronen. Schön. Und hier noch ein bisschen was. Da noch was drinnen? Nein. Hier noch was drinnen? Was? Tatsächlich, da ist was drin. Eine Sicherung und ein Ölkanister, glaube ich, was. Na, Fisch. Supi. Doch mit. Ach, danke. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter mit der Tür hier. Irgendwas scheppert da drin schon wieder. Und ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!